Ja, es ist eine bittere Tatsache. Man gibt 14.000 Euro für ein Objektiv aus und hat im Grunde eigentlich nur Nachteile. Was das Objektiv für diesen Preis zu bieten hat und warum es für mich so viele Nachteile hat, das erfährst du in diesem Video. Viel Spaß beim Zusehen. Du bist auf dem Natur- und Fototechnik-Kanal Amazing Nature Alpha und mein Name ist Michael. Heute geht es um zwei Teleobjektive, die unterschiedlicher nicht sein können. Ich glaube, das Einzige, was sie verbindet, ist der Markenname Sony. Aber das gilt genauso für Canon, das gilt genauso für Fuji und das gilt genauso für Nikon, was ich heute sage und natürlich für alle anderen Marken. Und dementsprechend ist es markenübergreifend interessant für dich. Warum sollte man ein Objektiv kaufen für 14.000 Euro, das auf den ersten Blick nur Nachteile hat? Und mir ist dieses Video mal ganz wichtig, denn ich möchte auf keinen Fall so tun, dass wir dieses Objektiv kaufen für 13.999 Euro, egal welcher Hersteller. Ja, und dann denken wir, die Welt ist in Ordnung und alles wird gut und wir sind jetzt die besten Fotografen. Weit gefehlt, denn mit diesem Objektiv habe ich euch ja schon mal eindrücklich gezeigt, dass man damit sehr, sehr coole Bilder machen kann. Ja, und wenn du nach dieser kleinen Bildshow noch da bist, freue ich mich ganz besonders, denn jetzt gehe ich mal darauf ein, was mich an diesem Objektiv alles so stört. Was ist denn das für ein Objektiv? Das habe ich euch schon mal vorgestellt. Wer das Vorstellungs- und Testvideo zu diesem 600mm f4 mal sehen will, der klickt bitte das Video in den Abspannkarten an. Das habe ich euch damals mit der Sony A1 zusammen vorgestellt. Heute geht es mal darum, was es denn auch für Nachteile gibt, denn mit diesem Objektiv gibt es ganz erheblich viele Nachteile, die uns eher behindern, als dass sie uns helfen oder auf ein neues Niveau in der Fotografie heben. Der erste Nachteil liegt auf der Hand. Es ist nahezu unbezahlbar. Es kostet hier, so wie es da steht, 13.999 Euro. Das hier kostet 1.800 Euro und kann auch 600 mm. Also warum sollte ich mir das hier kaufen? Zumal dieser hohe Anschaffungswert natürlich noch einen weiteren Nachteil hat, denn ich muss mehr Energie hineinstecken, um dieses Objektiv zum Beispiel vor Diebstahl zu schützen. Wenn ich mit diesem Objektiv unterwegs bin, dann sage ich ja gut, Pech gehabt, lasse ich halt mein Auto im Rucksack. Im schlimmsten Fall ist es halt weg. Ja klar, selber schuld. Bei diesem Objektiv sage ich aber, könntest du beim Auto stehen bleiben bitte und ein bisschen aufpassen? Ja, also das sind zwei unterschiedliche Welten und das Ganze kann man jetzt auch nicht unbedingt mit einer Versicherung lösen, weil wenn 10 Jahre bei dem Objektiv nichts passiert, habe ich fast schon so viel Versicherung ausgegeben, als wenn es einmal geklaut wird. Also das ist auch nicht gleich mit einer Versicherung lösbar, beziehungsweise wird es dann auch teurer. Also das ist schon mal so der erste große Nachteil dieser Tröte. Wie gesagt, 600mm f4, viel mehr kann das Ding nicht. Ja, darauf kommen wir jetzt noch.
Der nächste Nachteil ist, das liegt auf der Hand, es ist unheimlich groß und schwer im Gegensatz zu diesem 200-600, das hier drüben steht. Ja? Und groß und schwer bedeutet, ich nehme es vielleicht nicht so gerne mit, es passt vielleicht nicht in meinen Rucksack, das Ding passt jetzt gerade so in meinen Rucksack, also ich kann ja die Geli umdrehen, ja, dann ist es aber schon extrem breit, also dann passt unten nicht mehr viel in den Rucksack und dann passt es bei mir gerade so rein. Das funktioniert schon, aber es ist halt trotzdem nochmal fast ein Kilo schwerer. Ein Kilo nur, muss man sagen, denn alle Hersteller, markenübergreifend, bauen diese Dinger noch viel, viel schwerer. Sony ist da wirklich sehr vorbildlich und baut hier diese Tröte mit nur 3 Kilo. Das muss ein anderer Hersteller erstmal schaffen. Das Ding wiegt 2,1 Kilo, also es sind 900 Gramm mehr natürlich, die muss ich schleppen und es passt weniger anderes Equipment in den Rucksack. Also auch das ist ein Nachteil im Gegensatz zu diesem Objektiv, das ja auch 600 mm leistet. Beide Objektive können den 1,4er oder 2-fach-Telekonverter von Sony natürlich noch verwenden. Das heißt, wir haben dann aber trotzdem nach wie vor die 840 mm, egal auf welcher Seite. Also das ist jetzt erstmal nicht der Grund, warum ich hier knapp 12.000 Euro mehr ausgeben muss. Einer der größten Nachteile dieser Linse ist unter anderem, dass es extrem unflexibel ist. Ja? Also das heißt, wenn ich in Afrika unterwegs bin und ich bin auf irgendeinem Game Drive oder ich fahre selber mit meinem Auto an und pirsche mich an irgendwelche Tiere ran, ja, dann habe ich den Nachteil, dass ich damit mega unflexibel bin. Wenn das Nashorn auf mich zukommt, dann habe ich irgendwann nur noch ein Auge drauf und wenn es weiter weggeht, ja gut, dann sind beide wieder gleich auf. Aber der Punkt ist halt, viele Tiere kommen uns halt einfach auch näher. Ja? Es gibt dutzende Gelegenheiten, jetzt zum Beispiel in Afrika, aber auch natürlich in jedem anderen Land, wo wir viele Tiere schön groß und vielfältig vor die Kamera bekommen. Da sage ich, ist das echt schwierig, denn du musst das Tier dann so nehmen, wie es kommt, weil du kannst dich oft nicht bewegen, weil das Tier vielleicht gefährlich ist oder weil die Gegend gefährlich ist oder wie auch immer. Du kannst nicht immer raus oder du hast ein Hide, wo du dich versteckst. Ja, du hast dich da getarnt, also kannst du nicht raus. Das heißt, du bist abhängig davon, wie nah das Tier dir kommt oder wann es wieder weggeht. Natürlich ist das nicht nur ein Natur- und Wildlife-Objektiv. Sony und alle anderen Hersteller natürlich auch bauen diese Objektive natürlich auch für Sportfotografen, die eben hier auch 600 mm brauchen. Aber alle die haben gemeinsam, dass es ein extrem unflexibles Objektiv ist. Bei diesem Objektiv ist das so viel eleganter. Wenn das Nashorn näher kommt, dann zoome ich halt einfach auf 300, auf 200 mm zurück. Und das ist halt wirklich eine ganz, ganz wichtige Sache, die einem vorher klar sein muss, wenn man so viel Geld für dieses Objektiv ausgibt. Denn wie gesagt, es ist ein weiterer Nachteil. Ich kann nicht mal eben zurückzoomen und das ist schon ein Nachteil. Hier zum Beispiel bei diesem Foto war ich mit dem Canon 600mm F4 in der Wildnis in Namibia unterwegs und plötzlich habe ich ein Nashorn vor mir aufgetan. So, jetzt habe ich natürlich die normalen Verhaltensregeln, sollte man berücksichtigen, wenn man in der Wildnis unterwegs ist, ist es immer so ein Stück weit gefährlich. Aber beim Nashorn können wir uns im Gegensatz zu einer Großkatze noch ganz gut behelfen, dass wir versuchen, erstmal geschickt, wenn möglich und wenn vorhanden, ein paar Bäume dazwischen zu bringen, dass man im Notfall auch mal noch einen Baum hat, wo man sich dahinter stellen kann zum Schutz. Ja, das habe ich dann natürlich gleich gemacht. Ich war hier mit dem Canon 600, wie gesagt, unterwegs und da sieht man sehr schön, solange das Nashorn weit weg ist, können wir coole Bilder machen. Aber ich kann überhaupt nicht spielen mit dem Ausschnitt. Ich bin darauf angewiesen, wohin das Nashorn läuft. Okay, in dem Fall war es recht cool noch, weil ich selber zu Fuß unterwegs war. Das heißt, ich konnte hier ein bisschen variieren. Ja. Aber wie gesagt, total unflexibel. Ein weiterer großer Nachteil. Ein weiterer Nachteil. Jetzt hört er gar nicht mehr auf. Ja. Es wird immer unattraktiver, so viel Geld für so ein Objektiv auszugeben. Ist die Naheinstellgrenze. Wir haben hier 4,5 Meter Naheinstellgrenze. Das ist absolut grottenschlecht. Mit dem Sony auf dieser Seite habe ich 2,20 Meter. Wo ist das wichtig? Ja, zum Beispiel, wenn ich mal das für den Preis ein bisschen Kanonen auf Spatzen schießen. Wenn ich einen Schmetterling am Wegesrand fotografieren will, würde ich damit wahrscheinlich gar nicht. Das ist einfach lächerlich, ja, mit so einem Teil rumlaufen und dann Schmetterlinge fotografieren. Aber das ist halt das, was wir mit diesem Objektiv sehr gerne mal einfach so mitmachen. Aber vor allem in der Vogelfotografie ist das unheimlich wichtig. Ja. Mit einem 600 mm bin ich halt auch in der Lage, einen kleinen Vogel sehr groß darzustellen. So, wenn ich jetzt aber nicht nah genug ran kann, also angenommen, ich habe mich auf irgendeinen Ast eingerichtet, wo ich weiß, da landet dieser seltene, prächtige Vogel, ja, dann weiß ich halt einfach, okay, mit dem kann ich mich in 2,20 Meter, 2,40 Meter verstecken, zum Beispiel
Vogelhäuschen, ja, Futterstelle, wie auch immer, da weiß ich 2,20 Meter und dann kann ich Spatzenformat füllend fotografieren. Da ist es da schon ein bisschen schwieriger, da hilft natürlich eine hochauflösendere Kamera mit 50 Megapixel oder so, dann kann ich durch den Crop auch näher dran sein, aber das kann ich halt hier auch, ja, dann habe ich halt hier nur noch einen Kopf drauf von dem Spatz und hier ist die Naheinstellgrenze für kleine Vögel jetzt nicht komplett unbrauchbar, ich habe damit auch kleine Vögel schon fotografiert, aber es ist halt, ich komme nicht so nah ran, ja, wenn die Möglichkeit sich natürlich ergibt, wie bei diesem Objektiv. Ein letzter Nachteil, der mir auf dieser Seite einfällt, sind die Filter. Gerade als Videofilmer, wenn wir Tiere filmen, da haben wir oft einfach das Problem, dass wir zu viel Licht haben, denn wir wollen A, eine offene Blende, ein schönes Bouquet und B, haben wir nur eine 50stel meistens eingestellt von der Verschlusszeit, damit die Bewegungen fließend weich sind, ja. Und alles das führt dazu, dass wir viel zu viel Licht haben. Vielleicht filmen wir noch mit einem Log-Profil, das uns unter ISO 640 überhaupt nicht filmen lässt und dann haben wir viel zu viel Licht. Ja? Das heißt, ich brauche hier Filter. Sony hat sich da was einfallen lassen, auch die anderen Hersteller. Es gibt hier hinten ein kleines Schubfach, einen kleinen Schuber, wo ich einen 40 mm festen Filter einführen kann. Aber ich kann keinen variablen ND-Filter einfügen, zum Beispiel wie man die vorne gern verwendet, dass man die variabel beim Filmen wichtig in der Helligkeit anpasst, wenn die Sonne rauskommt oder weggeht. Sondern da habe ich halt einfach das Problem, dass ich Sprünge habe. Wenn ich dann die Belichtung verändere, habe ich Sprünge, denn ich kann hier hinten nur einen festen ND-Filter einbauen. Weiterer Nachteil ist der Preis. Also wenn ich hier hinten den Polfilter kaufe, der für dieses Objektiv lieferbar ist, der hat so ein kleines Rädchen, dass ich den verdrehen kann, dann zahle ich hier knapp, glaube ich, 400 Euro oder so. Das ist schon ein Viertel von dem Objektiv hier drüben. Also das ist auch so ein Nachteil, wenn ihr mit Filter arbeitet, ihr filmt, ja, klar, es ist alternativlos. Wenn ich Profifilmer bin, brauche ich so ein Teil irgendwann. Aber das ist halt für mich in der Arbeitswelt schon ein Nachteil. Da müsste man dann auf zum Beispiel eine Sony, wie heißen sie, FS5 Mark II gehen, zum Beispiel mit dem integrierten ND-Filter, der vor dem Sensor liegt, den man variabel verstellen kann. Das ist natürlich sehr cool und weich zu machen. Super Arbeitsweise, damit seid ihr dann perfekt ausgestattet. Wenn ihr jetzt aber hier mit der A7S III filmen wolltet, dann habt ihr da Pech, weil da gibt es keinen variablen ND-Filter vor dem Sensor. So, aber was macht denn jetzt diesen unglaublich hohen Preis bei diesem Objektiv aus? Warum geben die Profis dieses Geld aus? Ich denke, der Hauptgrund ist, dass du dieses Geld ausgibst, aber im Grunde ist es nicht weg, sondern solange du dieses Objektiv nicht runterwirfst, kannst du, wenn du das Objektiv wieder verkaufst, fast denselben Preis erzielen. Ja? Also angenommen, 13.099 ist der UVP und ihr habt es für 12.000 gekauft, ja? Dann ist es halt so, wenn ihr das 4 Jahre im Einsatz hattet, habt vielleicht eure Jobs damit erledigen können, dann kriegt ihr da trotzdem noch 10.000. Also es ist im Grunde, ihr nehmt das Geld von der Bank und das Geld liegt dann erstmal irgendwo in dem Koffer, ne, der da übrigens mitgeliefert wird, den seht ihr da hinten im Hintergrund. Also ihr habt das Geld nicht verdünnisiert, verpulverisiert, ja, also es ist nicht pulverisiert worden sozusagen, sondern es ist weiterhin da, wenn ihr das Teil nicht runterschmeißt natürlich, ja. So, das ist der erste Punkt, warum Profis sagen, das ist es mir wert, diesen Schritt zu gehen. Der zweite Punkt ist natürlich, warum tun das die Profis, weil sie sagen F4 zu F6,3, ja, also das ist das Hauptargument. Diese F4 ist das Hauptargument, warum ich nicht dieses Objektiv nehme oder warum der Profi sagt, ich möchte gerne dieses Objektiv oder so viel Geld dafür ausgeben. So, also der Punkt ist, einmal das Geld ist nicht weg und F4 ist halt F4. So, jetzt könnte man sagen, na gut, F4 ist aber auch nicht viel mehr wie eine F6.3. Das stimmt schon, aber es ist mehr als man denkt. F4 zu F6,3 heißt im Zweifelsfall, dass wenn ich hier eine ISO 25600 brauche, was im Dschungel Mexikos jetzt nicht unbedingt selten vorkommt. Wenn ich filme, ist es niedriger, aber wenn ich Fotos mache, bist du hier ganz schnell auf eine ISO 25600 im Dunkeln. Ja, es ist halt viel Blätterwerk, da kann die Sonne scheinen, wie sie will. Da kommt nicht mehr viel an und wenn du da einen Spinnenaffen hast oder so, dann bist du da ganz schnell auf 25600. Wenn ich eine F4 habe, Ohrenspitzen, sind wir hier tatsächlich auf eine ISO 10.000. Ja? Und das ist der Unterschied. Oder anders gesprochen, ich habe hier eine ISO 10.000 eingestellt, dann bin ich hier mit einer F4 auf eine ISO 4000, also 10.000 zu 4000, um euch das so ein bisschen zu verdeutlichen anhand von zwei verschiedenen ISO-Werten mal. Ja? Also das ist so der erste Grund. Aber ich ertappe mich sehr häufig, dass ich weniger den Weg gehe, die ISO zu schonen, sondern, also mit schonen meine ich natürlich die ISO niedrig zu halten, sondern ich gehe meistens den Weg,
dass ich die Verschlusszeit verkürze. Und das ist halt genau der Punkt. Es gibt diese zwei Ansätze, die man gehen kann. Man kann sagen, ja, ich nehme die F4, weil dann kann ich die ISO niedrig halten. Aber die meisten Profis verwenden die F4, um zum einen erstmal ihre Zeit kürzer zu bringen. Ja, weil das ist hier oft auch das Problem. Ich bin in Mexiko im Dschungel, um das Beispiel nochmal aufzugreifen, habe ich hier eine ISO 25600, habe aber trotzdem nur eine 3/20 oder eine, ja, also das ist ja schon eigentlich zu lang, um das Ding aus der Hand zu halten, wenn wir nicht so gute Stabilisatoren hätten, ja. Aber jetzt lasst mal den Fall kommen, dass der Affe sich gerade ein bisschen bewegt, dann ist der verschwommen, dann ist der verwackelt. Ihr macht Bilder und sie sind alle verwackelt. Dann nützt euch das gar nichts, dass die ISO das hell genug gemacht hat, wenn der Affe dann verwackelt ist, ja. Und dementsprechend opfern wir diese eigentlich bessere ISO-Performance meistens, nicht komplett immer, aber etwas für die Verschlusszeit. Also hier sage ich dann im mexikanischen Dschungel, hey, da stelle ich eine 6/40 ein, weil dann sind mittlere Bewegungen vom Affen noch scharf. Ja, das heißt aber, dass ich da mich dann wieder auf die ISO 25600 irgendwann annähere. Also das heißt nicht komplett, aber ich denke, dann landen wir hier bei ISO 16000, ISO 20000. Ja, also ich habe einmal den Vorteil, ich kann eine kürzere Zeit einstellen, aber das opfert natürlich wieder die ISO so ein Stück weit. Kann ich es mir leisten, die Zeit lang zu lassen, dann ist es natürlich eh cool, dann ist halt die ISO niedrig, nach dem Beispiel, wie ich es euch gerade gesagt habe. Also hier ISO 25600 zum Beispiel und hier ISO 10000, das wäre dann realistisch bei gleicher Zeit. Aber das, da ertappe ich mich halt sehr häufig bei diesem Objektiv, dass ich die Zeit verkürze, um nämlich genau bereit zu sein für solche Aufnahmen hier, wo einfach das Reh dann in der Luft eingefroren wird, weil man sich eine kürzere Zeit geleistet hat. Ja, das Bild wäre dann hier wieder unbrauchbar, weil das Reh verschwommen wird. Also es ist schön und gut, wenn das Reh schön still hinter dem Busch sitzt, aber jeder, der Wildlife fotografiert, weiß, irgendwann fängt es das Rennen an, ja, und dafür wollen wir gewappnet sein. So, und deswegen F4. Und das ist eigentlich der einzige Grund. Das ist der einzige Grund, warum dieses Objektiv gekauft wird. Weil wir gerade in Sportsituationen, ja, wollen wir kürzere Verschlusszeiten, weniger das ISO-Rauschen. Das ist heutzutage im Profibereich eigentlich überhaupt kein Problem mehr. Darüber reden nur Hobbyfotografen. Nur Hobbyfotografen reden darüber, oh, das rauscht mir aber zu arg, da verwende ich jetzt hier Denoiser und mache das alles weg und bügel das glatt. Das interessiert den Profi überhaupt nicht, weil der Profi fotografiert für die Bild-Zeitung und dann wird das irgendwo hingeklatscht in Online-Medien oder auf so einem Papier und dann seht ihr vom Rauschen sowieso gar nichts mehr. Vor allem, wenn ihr Bilder druckt, ist das Rauschen Kinderkram. Weil ihr müsst ja denken, wenn das groß gedruckt wird, dann sieht man zwar das Rauschen mehr, aber ihr geht ja dann auch viel weiter weg, weil das Bild groß ist und dann ist das Rauschen wieder weg. Also das ist im Profisport oder eigentlich bei Profifotografien ist das Rauschen nur im Beauty-Werbebereich ein Problem. Oder da will man das nicht haben, aber bei allen anderen Medien ist das sowieso egal. Aber das war ein kleiner Ausflug in die Richtung. Was könnte dieses Objektiv noch für einen Vorteil haben? Warum ist es so teuer? Nun ja, es hat eine etwas bessere Fokus-Performance. Aber alle weiteren Vorteile, die ich jetzt hier aufzähle, sind eher total unwichtig und eher marginal zu sehen. Sie sind leicht vorhanden. Ja, ich gebe es zu. Aber das würde niemals den Preis rechtfertigen, ja. Sondern natürlich ist der Preis der Konstruktion gerechtfertigt, weil wir hier eben riesige Linsen brauchen. Riesige Linsen machen das Objektiv teuer. Das heißt, es wird nicht so oft gekauft. Und wenn es nicht so oft gekauft wird, wird es noch teurer, weil wir dann halt den Stückkostenpreis viel teurer haben. Das ist so klassisch in der Produktion. Da beißt sich die Katze immer in den Schwanz. Deswegen sind die so unbezahlbar teuer, ja. Zumal, und da kommt noch so ein kleiner anderer Effekt dazu, dass man sagt, na gut, derjenige, der so ein Objektiv braucht, der muss dann aber auch zahlen, weil der verdient wahrscheinlich auch ganz gut mit dieser Fotografie. Und da wird das halt dann sehr schnell, vielleicht kommt da nochmal ein Tausender dazu. Ja, das kann man immer schlecht sagen, aber in erster Linie ist es natürlich der Konstruktion geschuldet, dass wir hier diese riesigen Linsen brauchen, einen stärkeren Servomotor, die diese Riesenlinsengruppe bewegt und das in einem guten Tempo, ja. Und das wäre so ein weiterer Vorteil, den ich hier sehe, dass wir halt bei 600 mm, mehr kann das Ding ja eh nicht, einen etwas, echt marginal, etwas sportlicheren, agileren, treffsicheren, vielleicht schnelleren Autofokus realisieren als jetzt hier. Aber ihr habt ja an den Bildern am Anfang gesehen, dass das egal. Es ist egal, ja. Es macht Spaß, wenn du das Ding in der Hand hast, merkst du, es ist so ein Tacken agiler. Liegt aber auch halt daran, weil er diesen Weg nicht so durchpumpen muss, weil er bloß 4,50 Meter Naheinstellgrenze hat. Das gehört halt auch zur Wahrheit. Und das ist auch der Grund, warum die Dinger so konstruiert werden. Weil da geht es halt um Autofokus-Performance, die man hier im Olympiastadion haben will. Und es geht weniger darum, dass der Olympiafotograf
irgendeine Nase braucht in 2,20 Meter Abstand. Ja. Sei denn, der Boxer hat hier gerade einen Cut oder so, dann wäre das mal interessant. Der nächste Punkt, warum es etwas teurer ist wie ein anderes Objektiv oder was man da halt ein bisschen mit reinbaut, sind halt so Gimmicks wie hier so einen zweiten Flipring, dass ich einen gespeicherten Fokuspunkt zum Beispiel abrufen kann, hier mit dieser kurzen Bewegung. Also solche Spielereien sind dann an Bord. Ja, aber da muss ich sagen, okay, ne, da müsste man halt hier nochmal 500 drauflegen, wenn man so eine Spielerei hier haben will. Das macht den Preis natürlich nicht aus, aber immerhin, das wird halt auch noch reingebaut. Das sind so kleine Vorteile, die sich hier dann ergeben. Ein letzter Vorteil von diesem Objektiv, wie gesagt, das Titelthema ist weiterhin richtig. Es gibt eher mehr Nachteile als Vorteile. Aber es kommt darauf an, was du fotografierst, wie du fotografierst, für wen du fotografierst. Und dann sind diese wenigen Vorteile so überwiegend, dass du es dann halt doch kaufst oder kaufen musst. Ja, also es bleibt dabei, dass ich sage, für die Masse da draußen, die mir jetzt zuschaut, ist das Objektiv ein klasse Objektiv. Blende 6.3, tolle Naheinstellgrenze. Ja, und Blende 6.3 bedeutet halt, da haben die Leute im Canon-Lager lange Zähne, weil sie halt nur ein 500 mm haben mit einer 7.1 momentan. Wer weiß, was da noch kommt, ja. Oder dann im Fuji-Lager bei 600 mm nur eine Blende 8. Klar, ihr habt den Crop vom APS-C-Sensor, aber den habe ich halt hier eben auch, wenn ich viele Megapixel habe und den APS-C-Crop schalte. Ja, aber halt eine 6.3. Das ist schon cool. Und für dieses Geld. Das ist der Preiscatcher hier, ja. Aber es gibt halt auch ein paar Leute, die sagen, diese wenigen Vorteile hier sind für mich so gewichtig, dass ich es trotzdem kaufe. Und einer dieser Punkte ist unter anderem auch die Bildqualität. Dieses Objektiv hat wirklich eine sehr krasse Bildqualität. Darf man aber auch nicht überbewerten. Ihr habt ja die Bilder am Anfang gesehen. War das schlecht, was das Ding kann? Mitnichten, ja. Also ich kann euch mal hier diesen Bülbül einblenden. Den habe ich mit 840 mm fotografiert. Und ihr könnt hier jede einzelne mikrokleine Feder an dem Kopf sehen. Und das wirklich, wirklich scharf. Also was soll dieses Objektiv jetzt hier besser können? Oder nehmt zum Beispiel diese Libelle, die ich am Pool fotografiert habe. Ja, das ist einfach hier so mit 840 mm oder 600, das seht ihr jetzt besser an den Daten. Ist einfach mit dem Objektiv entstanden und das Bild ist auch richtig, richtig scharf. Also was soll das? Warum soll ich das jetzt mitschleppen? Ja, für diese Einsatzzwecke ist es natürlich nicht gedacht. Aber es gibt manchmal den Einsatzzweck, wenn ihr ein größeres Objekt habt oder das Objekt weiter weg ist, dann ist das Bokeh nicht mehr so super schön weich, wie ihr das gerade bei den zwei Beispielen gesehen habt, weil das Objekt nämlich so nah war. Da können wir sagen, wow, cremiges Bokeh, wow, hat dieses Objektiv ein Bokeh. Interessant wird es aber, wenn die Bokeh-Bälle kleiner werden. Ja, und da sehen wir halt hier hässliche Spitzlichter, Zwiebelringe, Andeutungen in den Tautropfen im Gras zum Beispiel. Ja. Und das ist hier cleaner, das ist reiner, das erwartet man aber auch für das Geld. Außerdem ist die Optik bei 600 mm deutlich schärfer, naja, deutlich auch in Anführungszeichen, ihr habt die Bilder hier gesehen, waren die unscharf? Nein, also das muss ich echt immer dazu sagen, weil viele nehmen so eine Aussage von mir und überreißen die völlig. Ja. Sagen wir mal, es ist 5% schärfer. Ja, um jetzt das mal deutlich zu machen, wie wenig das ist. Es ist schärfer, ja. Man sagt dann, wow, ist das krass scharf, aber im Grunde ist es das ja auch scharf. Ja, also was ist jetzt scharf relativ, ja. So, also der Punkt ist der, Bokeh ist besser, chromatische Aberration ein bisschen besser, Zwiebelringe ein bisschen besser. Also all diese Dinge kann das Teil schon besser. Und wenn du ein Bild von diesem Objektiv öffnest, ist es meistens schon so, einfach auch schon wegen dem Bokeh, wie eine Offenbarung der Fotografie, ja, weil du halt sagst, wow, ne, cool. Aber für 99% der Leute, die jetzt sich für dieses Video interessiert haben, ist das unwichtig, deswegen so ein Objektiv zu kaufen. In Summe hat das auch eben seine Nachteile. Und das wollte ich mit dem Video einfach auch mal sagen und euch mitgeben, dass wenn wir so viel Geld für ein Objektiv ausgeben, dass es nicht zwangsläufig heißt, dass das in allen Belangen perfekt ist und gut ist, sondern es hat halt auch wieder nur seine Spezialgewichtung in einem ganz bestimmten Bereich. Vielen Dank, dass euch das interessiert hat. Mich hat es gefreut, dass ihr bis jetzt dran geblieben seid. Und ja, schreibt doch gerne mal ihr in die Kommentare, was ihr für ein Teleobjektiv habt. Das würde mich sehr interessieren. Oder schreibt einfach eure Meinung zu dem Thema rein. Abonniert mich gerne auch auf Instagram, dass ich meinen jungen Instagram-Kanal mal ein bisschen vorankriege. Ja? Und ja, dann freue ich mich für jedes Mal, wo wir uns sehen. Danke und bis zum nächsten Mal. Tschüss.